Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video soll es darum gehen, wie du mit Lern- oder Erklärvideos gut und sinnvoll lernen kannst. Dabei gibt es natürlich nicht eine richtige Methode, sondern verschiedene Möglichkeiten, aber es kann dir helfen, wenn du grundsätzlich mal darüber nachdenkst, wo und wie du mit Lernvideos arbeitest, damit du sie bewusst einsetzen kannst und dabei einen möglichst großen Lernerfolg hast. Generell kann man sagen, dass du Lernvideos an verschiedenen Stellen in deinem Lernprozess benutzen kannst. Du kannst zum Beispiel ein Video am Anfang deines Lernens angucken, um dir einen Überblick über ein Thema zu verschaffen. Du kannst dir als zweite Möglichkeit ein Video zu einem ganz speziellen Thema anschauen, weil du genau dieses eine Thema innerhalb deines großen Themas nicht verstehst. Oder du kannst ein Video am Ende deines Lernprozesses anschauen, um noch einmal eine Zusammenfassung zu kriegen und um dich zu fragen, ob du nun alles, was in dem Video genannt wird, tatsächlich verstanden hast. In meinem Video geht es nun hauptsächlich um den zweiten Fall. Das heißt, du hast ein Thema, das du noch nicht verstehst und du möchtest ein Video benutzen, um Informationen zu diesem Thema zu bekommen, um Zusammenhänge erklärt zu bekommen und um diese möglichst gut selber zu verstehen und dein eigenes Wissen damit aufzubauen. Dabei solltest du dir bewusst sein, dass das Anschauen eines Videos natürlich noch kein richtiges Lernen ist. In einem guten Lernvideo werden dir Informationen dargestellt, es werden Zusammenhänge erklärt, es werden dir Grafiken und Bilder gezeigt, damit du diese Informationen besser verstehen kannst. Aber das Anschauen selber ist nur der erste Schritt des Lernens. Außerdem enthält so ein Video, wenn es ein paar Minuten lang ist, natürlich auch sehr viele Informationen, sodass du dir erstmal wahrscheinlich gar nicht alles merken kannst. Es ist also wichtig, dass du dir klar machst, dass es nur ein erster Schritt ist, das Video einmal anzugucken. Wenn du wirklich intensiv Informationen verstehen und Zusammenhänge erkennen möchtest, dann musst du dieses Video sehr wahrscheinlich mehrfach anschauen. Außerdem solltest du dir, wenn du wirklich Inhalte behalten und Wissen damit aufbauen möchtest, Notizen zu diesem Video machen. Das heißt, immer wieder solltest du das Video unterbrechen, dir selber aufschreiben, was du gerade gehört und erklärt bekommen hast und dann wieder weitergucken. Wenn du zum Beispiel mit YouTube arbeitest, gibt es dafür ganz praktische Tastatur-Shortcuts. Du kannst zum Beispiel mit den Tasten J, K und L sehr einfach YouTube-Videos anhalten, zurück und wieder vorspulen. Mit der Taste K kannst du das Video pausieren und weiterlaufen lassen. Mit J kannst du 10 Sekunden zurückspringen und mit L kannst du 10 Sekunden nach vorne springen. So könntest du also 3 Finger deiner rechten Hand auf diese Tasten legen und so ganz leicht im Video hin und her springen, je nachdem, ob du eine Stelle nochmal hören musst, um sie besser zu verstehen. Dann drückst du zum Beispiel auf K, machst dir ein paar Notizen und drückst dann wieder auf K, damit das Video wieder weiterläuft. Hier siehst du ein Beispieldokument, wie solche Notizen aussehen könnten. Dies sind die Notizen zu einem anderen Video von mir. Ich verlinke es dir rechts oben in der Ecke und das Dokument mit den Notizen verlinke ich dir in der Videobeschreibung. So kannst du Video und Notizen vergleichen, um zu sehen, wie die beiden zusammenpassen. Ein gutes Lernvideo ist auch gut strukturiert, das heißt, es hat im besten Fall Abschnitte. Diese Abschnitte sollten in deinen Notizen ebenfalls rauskommen, denn diese Abschnitte helfen dir wiederum bei der Gliederung der Inhalte und somit auch beim Verständnis. Es kann sein, dass der Autor oder die Autorin des Videos diese Abschnitte dir am Anfang gleich sagt, dann ist es sinnvoll, diese gleich in die Notizen zu übernehmen. Oder sie werden am Anfang nicht gesagt und ergeben sich einfach im Lauf des Videos, dann kommen eben immer wieder Überschriften hinzu. Aber auch hier ist es wieder wichtig, dass du erkennst, hier beginnt ein neues Kapitel im Video, dann pausiere ich, schreibe meine Überschriften in die Notizen und dann schaue ich weiter, um die weiteren Informationen unter dieser Überschrift zu sammeln. Außerdem ist es sinnvoll, dass du in diesen Notizen die Webadresse, die URL des Videos notierst und den Titel, sodass du später, wenn du dir die Notizen anschaust und möglicherweise etwas aus diesen Notizen nicht ganz verstehst, leicht wieder zurück zum Video findest und nicht im Internet wieder rumsuchen musst, um rauszukriegen, mit welchem Video denn du hier gelernt hast. Wenn du so arbeitest, wird natürlich ein Video von 10 Minuten bei dir etwa 20 bis 30 oder noch mehr Minuten Arbeit erzeugen. Allerdings hast du dann auch wirklich intensiv damit gelernt und du hast schriftliche Notizen, die du wieder zum Wiederholen der Inhalte verwenden kannst.
Wenn du das Video nur kurz guckst, dann wirst du natürlich schneller damit fertig sein. Es ist aber auch sehr unwahrscheinlich, dass du viele Informationen davon mitnehmen würdest, sondern du wirst dann eben nur den Eindruck haben, du hättest dich mit diesem Thema beschäftigt, ohne wirklich Wissen aufgebaut zu haben. Insofern solltest du, wenn du wirklich mit einem Video lernen willst, dir diese Notizen machen, das Video immer mal wieder pausieren und vor allem auch darüber nachdenken, was du da erklärt bekommen hast, sodass es in deinen aktiven Wissensschatz übergeht. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!